So. Nächste Folge. Das wird übrigens automatisch immer auf die Hauptmission mit Hanako umspringen. Egal was ich mache, es wird immer quasi auf die Mission umspringen. Deswegen da nicht wundern. Wenn es selber spielt, es springt immer automatisch um. Wie? Johnny will mit dir ausgehen. Was hältst du davon? Frag mich das, Johnny. Oder du? Johnny natürlich. Du hast doch gesagt, du kannst uns gut auseinanderhalten. Okay. Und wohin wollen wir? Wohin willst du denn? Silver Pixel Cloud in North Oak. Okay, ich komme zum Afterlife und hol dich ab. Selbst niemanden töten, sondern es die Personen sind, die diese Produkte missbrauchen. Gutes Argument, Mr. Kalinski. Jetzt brettern wir mit dem Auto darunter, denn es hat auch einen besonderen. Kann ich nochmal darauf antworten? Nein. Er ist auch nochmal ausschlaggebend, sag ich mal so. Konnte der gefährliche Linksextremist Thomas Clichy endlich festgenommen werden. Clichy stiftet seit Jahren. Was ist auch sehr komisch zu verlinken, das Auto. Ich habe jetzt extra die ganzen Hauptmissionen vorgezogen. Aus dem Grund, da wir noch ein paar mehr solcher Missionen bekommen. Und bei der einen oder anderen Mission ist halt doch relativ lange dauert, bis sich die Leute melden. Es gibt dann natürlich noch die, In der Sportwelt fragen sich viele, wann sind unsere Meere wieder für uns offen? Aufgrund der roten Dekade. Keine Ahnung, was die gerade haben. Es gibt ja noch das von der Serie von Cyberpunk, die auf Netflix läuft. Gibt es ja auch noch so, wie nennt sich das? Easter Eggs, glaube ich, heißt das. Und das weiß ich natürlich nicht. Ich habe die Serie nicht geguckt. Ja, Schämständchen, Schämen, weil ich habe kein Netflix. Einfach, weil ich habe keine Zeit, es zu gucken oder zu nutzen. Und dann sind mir die 13 Euro oder was, die man im Monat da zahlt, dann auch ein bisschen zu viel. Ist mir aber sehr im Film empfohlen worden, das Ganze zu. Oh, Leute, macht mal ein bisschen Platz hier. Ist da jemand? Dann mache ich das mal eben anders. Sekunde. Pardon, eine Sekunde, ich antworte dir gleich. Verstecken bringt nichts, okay? Ich kann ja meine Granaten ja gar nicht schmeißen. Denn wir haben hier oben nämlich auch, glaube ich, noch irgendwas, was wir hier machen können, glaube ich. Schwein gehabt, war, Alter? Okay, das Zeug liegt immer noch unterm Auto. Dein Ernst? Naja, der hat mir immer ein paar Sachen gefixt, also. Weißt du, hier nicht so rum, es tut dir doch keiner was. So, lass mich mal kurz gucken, was hat denn Panam? Kurzfassung, Johnny ist ein Teufel, der auf der Schulter sitzt. Boah, ich muss erst mal gucken. Kann ich da jetzt nochmal drauf antworten oder? Solche Sachen hat man dann zum Beispiel auch, also von Rogue, also generell von seinem Partner oder Partnerin, bekommt man meistens immer 3 Nachrichten. Und bei der letzten Nachricht kommt meistens immer was Besonderes. Bei Julie ist es etwas anderes, das möchte ich jetzt nicht spoilern, weil ich das euch dann zeigen möchte. Bei den Partnern von, also Partner wie bei River, den wir noch kennenlernen werden, und natürlich auch
den Carrie. Ich will mal Kenny sagen. Also wenn ich sage Kenny, meinte ich übrigens den... Ah, Carrie! Holle Honk! Meine Fresse. Ja, da weiß ich nicht, wie das da abläuft. Das müsste ich mal ausprobieren und dann im separaten Video mal zeigen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wo soll ich denn jetzt hin? Ich will mal nochmal gucken, ob ich nochmal Pandam antworten kann. Lass mich mal schauen. Unbekannte Nummer. Was willst du von mir? Genau, was willst du? Wo habe ich denn da Pandam Palmer? Hey, wie? Ach, sie hat uns sogar ein Küsschen geschenkt. Was? Habe ich noch gar nicht drauf geantwortet, glaube ich. Oder habe ich das schon drauf geantwortet? Ne, ich habe, glaube ich, das schon drauf geantwortet. Ja, klar. Da haben wir schon drauf geantwortet. Wir können aber mal... Was ist, wenn ich Panama mal anrufe? Was passiert dann? Wo habe ich sie denn da? Okay, ist nichts mehr. Kann ich da helfen? Ich muss mal kurz speichern. Aus, als hätten wir es mit einer Kratzbürste zu tun. Wie gerade Kratzbürste genannt? Ja, war mit ihnen trinken? Ich wusste nicht, dass über die eine interne Untersuchung läuft. Scheiße, Boss, ich dachte... Ja, ich sage alles, natürlich. Ja, gleich sind wir wieder im Inventar voll. Mach mir einen auf Bronk und nehme alles mit. Achso, falsche Waffe hier. Im falschen Platz. Ich will nämlich so viel wie möglich nachher noch verkaufen, weil dann können wir nämlich... uns dann noch das eine oder andere leisten nachher. Dann kurz noch Trick machen. So, zack, den brauche ich nicht mehr. Hab wieder ein Spiel. Ich habe mir nämlich die Notizen rausgesucht, nämlich für die Lösung, damit wir das geheime Ende freischalten können. Ich habe es einmal erst geschafft, das zu spielen. Allerdings auch auf sehr schwer. Auf normal habe ich es direkt verkackt. Bis ich auf sehr schwer bekommen habe, weiß ich bis heute nicht. Ich bin da irgendwie gut, denke ich mal, durchgekommen. Na? Es interessiert die gerade überhaupt nicht, dass sie sich gekillt hat? Na? Kompliment. Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Schach. Hey Rogue, bereit? Ah, du schon wieder. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Du siehst... Wow. Ist das Johnnys Wow? Oder deins? Wann kommt er? Bin nur der Chauffeur. Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Ist das Johnnys Porsche? Woher hast du den? Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da.
Drive-Ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Ich wollte gerade sagen, gibt es solche Autokinos überhaupt heutzutage noch? Ich glaube nicht, dass ich das noch groß recht habe, oder? Bei den 404 haben wir zum Beispiel auch ein Autokino. Im Ernst? Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. Ich finde, der Porsche lässt sich so komisch lenken, ist das Problem. Rogue? Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Da kannst du ein bisschen was von Need for Speed, wenn man halt diese schnellen Autos nimmt oder bekommt oder freischaltet mit der Zeit. Man hat das immer das Problem, dass das Handling, also quasi das, wie sich das Auto fährt, meistens am schlechtesten war, und wenn du so ein Auto hast, was so alles einigermaßen ausgeglichen hatte, bist du im schlimmsten Fall sogar nicht mehr hinter den Gegnern hinterhergekommen. Nice, ich bin sogar, hier komplett weggedreht. Da sind wir. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Sekunde, ich muss mal eben gucken, wo das jetzt war. Ich meine, das Passwort wäre viermal die Null gewesen. Das Passwort habe ich. Da sah ich doch viermal die Null. Wir gehen also wirklich ins Kino. Mich verarschen? Okay, gehen wir rein. Schalala. Gut gemacht. Bring den Projektor in Gang. Ja, machen wir sofort. Alles klar. Kann ich nämlich noch was anderes machen? Und zwar kann ich das mal eben mitnehmen. Sehen wir uns den Projektor an. Sofort, Sekunde. Lass mich mal die Sachen auch noch eben mitnehmen. Kann ich auch da hochspringen? Ja. Der Eingang ist da drüben. Ja. Oh, interessant. Okay, hab den Projektor gefunden. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Gleich sehen wir es. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will nur Hintergrundrauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Viel Spaß, ihr Verrückten. Ja, macht er nicht nochmal automatisch. Die besten Plätze. Komm rauf. Hattest du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist.
ist. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine viel schlechtere Version. Okay, es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Was zählt ist, ich bin zurück. Bei dir. Ich finde das besser als jedes Was wäre, wenn. Aber wir haben nur diese Nacht. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Johnny, ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Ich verstehe das. Nein, tust du nicht. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Fuck. Rogue ist weg. Ja. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sag mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße.